So, ist ja alles nicht so einfach. Wenn man nicht so schnell in der Lage ist, sich zu registrieren oder anzumelden, ne? Dem einen oder anderen sei es ja verziehen. Er war letzte Woche nicht im Webinar oder vielleicht auch unsere Mails nicht gelesen oder so. Dem sei es dann einfach verziehen, dass er sich nicht registriert hat. Okay, ich muss jetzt nebenbei die die Accounts im Auge behalten hier, weil ich glaube, wir müssen das mal einführen, dass wir jede Woche eine neue Session festlegen, damit der ein oder andere sich auch daran gewöhnt, dass er sich ab und zu mal neu anmelden muss, ne? Sonst wird das nämlich schwierig. Also, ich muss das ganze Ding jetzt nebenbei im Auge behalten. Ich sitze seit 6:30 hier und beantworte Mails dazu, warum der Zugang nicht, warum die Leute keinen Zugang zum Webinar haben. Okay, jetzt ist gut, hast recht. Ich muss ja auch mal kotzen. Den ganzen Tag muss ich Prügel einstecken. Von den Kunden, von den Brokern, von der Bank, von der Frau. Es muss auch mal raus. Ich bin auch nur ein Mensch. Und wie man sieht, hatte ich Nachtschicht. Und dann kommt so ein Vogel. Ja, wenn dir die Tränen kommen, dann wein mal eine Runde für mich mit. So, der Junge macht mir Bauchschmerzen hier. Euch auch? Wir müssten jetzt, um das zu verstehen, glaube ich, mal die morgendlichen Nummern durchgucken. Das Verhalten morgens ist, naja, fast immer das gleiche. So, dazu gehe ich mal ein bisschen zurück. Gestern Morgen war das eine schöne Veranstaltung, oder? Wer hat es im Blog gelesen? Wir haben gestern Morgen geschrieben, wer den Zielbereich hier unten anläuft, den hier und uns eine Umkehr bastelt, gehen wir long mit Ziel hier oben. Und dann haben die Stops nachgezogen. Wenn das keine Umkehr ist, was dann? Wer hat denn die Nummer mitgemacht gestern früh? Wir haben hier den Jürgen K. dazwischen, der hat Kummer mit der App auf dem iPhone. Wenn ich das richtig verstanden habe aus deiner Mail gestern. Wer kann denn helfen? Er kriegt die App nicht auf dem iPhone eingerichtet oder nicht abgerufen oder was auch immer. Müsstest mir vielleicht das Problem mal genauer erläutern. Ich habe vom iPhone keine Ahnung.
Okay. Also, die Dagmar schreibt, bei ihr hat es sehr gut funktioniert. In den Store gehen, ich weiß nicht, wie das Ding bei euch heißt, dieser App Store, und dann nach Forex Pro minus Systeme suchen und dann die App installieren und dann müsste das funktionieren. Sind die Webinare 16:15 Uhr? Dann haben wir das? Nee, ne? Dann muss ich gucken, dann muss ich die Zeit ändern. Es kommen keine Push-Nachrichten, wenn neue Meldungen da sind. Okay. Wir haben es kurz vor 8. Wir kümmern uns da nachher mal drum. Wir sind genau an der Oberkante angekommen. Genau an der Oberkante. Wenn wir jetzt das Glück haben, er bastelt uns hier eine Umkehr. Das müssen wir aber abwarten. Wir haben hier ein Long-Signal, aber wir haben es kurz vor 8 und wir sind ganz kurz vor dem Zielbereich. Das machen wir gerade. Wir versuchen es gerade, den Wirtschaftskalender zu checken. Genau so sieht's aus. So, Termine, Wirtschaftskalender. Wir haben es 58, wir haben noch eine Minute. Wir sehen genau, wie der Zielbereich da oben hält. 11 Uhr haben wir Nachrichten heute. Und dann, heute Nachmittag noch die Baugenehmigung, dann sind wir aber noch nicht am Start. Ja, ich bin heute ein bisschen abgelenkt. Ich muss hier noch ein paar Leute freischalten. Sorry. Gucken wir uns das einmal vorneweg an. Der kann auch direkt oben durchgehen, aber ich handle nicht Punkt 8. Das haben wir jetzt. Da würde sich das Ziel aus dem Stundenchart ergeben.
Und wir haben eine Umkehr. Hier drunter Shortversuch. Nach Zielbereichen. Hier drunter. Und zwar eins, dreizehn, dreiundzwanzig. Ich gehe gleich auf Fragen ein. Das ist mir jetzt ein bisschen zu tricky. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Das liegt an der Konzentration, nicht am Alkohol, um dem mal vorzubeugen. Nicht, dass wieder einer auf die Idee kommt, ob ich am frühen Morgen betrunken bin, wenn ich nicht ganz so fit bin. So. Erst hier drunter. Nicht vorher. Regelwerk nach Europro, ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Wir brauchen eine Korrektur. Wir brauchen vorher einen funktionierenden Trend. Und den hatten wir hier noch nicht. Gehen wir das Regelwerk mal durch. Ich glaube, das hilft am meisten weiter. Handbuch habt ihr alle, oder? Matthias K., dein Handbuch ist heute bei dir in der Post. Das weiß ich, weil wir das am Freitag weggeschickt haben. Das kam am Samstag wieder, weil angeblich das Gewicht nicht mit der Frankierung übereinstimmt. Deswegen haben wir es gestern nochmal rausgeschickt. Auf den Inhalt kann man nicht online zugreifen. Kommen wir auf den Zielbereichshandel. Hier. Raus, Zielbereich kaputt gemacht und wieder rein. Und die 5-Minuten-Kerze ist jetzt das Zünglein an der Waage. Die hat noch genau 20 Sekunden. Schließt die hier unterhalb, orientieren wir uns short. Das heißt, die Minutenkerze muss jetzt unterhalb von dem Zielbereich hier schließen und sollte nach Möglichkeit eine rote Kerze werden. Dann haben wir einen klassischen Fehlbruch. Wir haben nach Europro noch kein Long-Signal. Weil wir brauchen die 5-Minuten-Korrekturen, die haben wir noch nicht. Schade. Nein, ich handle sowas nicht. Dadurch, dass wir den 5-Minuten-Schluss unterhalb vom Zielbereich hatten,
Ja, er hat genau ganz knapp darunter. Raus und sofort umgekehrt und wieder zurück. Dadurch handle ich diese Nummer long nicht, sondern die Wahrscheinlichkeit ist einfach da, dass wir hier mit höherer Wahrscheinlichkeit short gehen. Wir haben ja jemanden, unseren Peterle, der sich sehr intensiv damit befasst. Vielleicht kann er ja mal was dazu sagen, wie er das sieht. Und nach Euro Pro brauchen wir im 5-Minuten-Chart eine Trenddefinition und eine Korrektur, und die haben wir noch nicht. Ideal ist es, um die Frage von Jürgen K. zu beantworten, ideal ist es, wenn er in die Wolke zurückläuft. Aber wir sehen den Wechsel von der Wolke hier, so dass wir von der Trenddefinition nicht reden brauchen. Wenn er jetzt einen Hammer macht und wieder darunter fällt, macht es dann Sinn, darunter direkt ein Sell Stop zu setzen? Jetzt ist die 1.1323 doch nicht mehr relevant. Richtig. Jetzt müsste er in 5 Minuten eine Umkehr machen und die 5 Minuten müsste wieder unterhalb von diesem Zielbereich schließen. Ansonsten haben wir jetzt im Moment einfach nichts drinne zu suchen. Es wird tricky heute. Ja, ich muss zwischendurch immer wieder reingucken. Hier sind ein paar, die noch nicht freigeschaltet sind. Ja, Sigi, kann man. Wir haben für mich, für mein Dafürhalten überhaupt kein sauberes Bild. Hier fehlt die Kraft. Wir wollen, dass er, egal was er macht, dass er es mit Schmackes macht. Und guckt euch die Kerzen an. Lange Dochte, lange Lunden. Das ist alles andere als ein schönes Bild, auch wenn die blaue Farbe überwiegt. Ist der Zielbereichshandel jetzt kaputt? Nein, noch nicht. Wenn die 5-Minuten-Kerze jetzt wieder hier drunter schließen sollte, dann müsste sie das nämlich jetzt in 30 Sekunden tun. Das heißt, sie müsste jetzt nochmal um 3 Punkte fallen. Wir handeln nach meinem Regelwerk. Wir wollen nicht interpretieren, oder ich will jedenfalls hier nicht irgendwie zig Sachen rein interpretieren und könnte doch, und guck doch mal, der DAX, der steigt, da müsste der doch jetzt fallen oder so. Das lassen wir jetzt mal schön am frühen Morgen. Wir haben ja immer bekannt gegeben, dass wir gesagt haben, wir kümmern uns morgens hauptsächlich um den Handel nach Euro Pro. DAX und Co. machen wir am Nachmittag. Jetzt ist der Zielbereichshandel hin. Erstmal. Warten auf Godot. Nach oben haben wir hier schon die 34 vor der Nase und hier nachher die 39 vor der Nase. Und jetzt kommen wir in die 5-Minuten-Korrektur.
Ich lege die mal beide nebeneinander hier, dann kann man das besser sehen. Ich weiß nicht, warum er es zerschossen hat. So, wenn er jetzt sachte kommt, sachte zurückläuft und den Zielbereich bestätigt, dann hätten wir Luft von der 25 bis zur 39. Dazu muss er uns hier sachte die Nummer geben. Das heißt, bis an die 25 laufen hier unten und eine schöne kleine Umkehr geben. Nach Möglichkeit sogar diese Nummer bis dahin auskorrigieren. Bis der 23, 24 darf er. Ja, also er könnte jetzt ein Spike bis hier runter machen und dann dürfte die 5-Minuten-Geschichte schon zu Ende sein. Ansonsten haben wir eben einen Tag nichts zu tun. Was soll's? Mit Gewalt lässt sich keine Ziege poppen. Ansgar, warum sollte man um Punkt 8 nicht handeln? Weil Punkt 8 die Eröffnung der elektronischen Börse ist. Und ich kann ja mal. So, wenn wir uns das hier mal angucken, das ist kurz vor 8, das ist der DAX. Kurz vor 8, dann sieht man, was hier passiert. Das ist die 8-Uhr-Kerze. Von 1,76 bis 1 Minute nach 8 bis 2,37, 60 Punkte. Was will man da machen? Fuck! Da hatten wir genau ärgerlich. Siebenundzwanzig, 25, 25 im Tief, Umkehr. So. Ich habe es jetzt verpasst, aber hier drüber kann man, wenn die Umkehrformation es hergibt, sich in diesem Fall einstoppen lassen, wenn man den reinen Zielbereichshandel durchzieht, sich darüber, wir haben den Ausbruch, wir haben hier die Korrektur, die Bestätigung, wenn man rein Ausbruchshandel, hier Bruch von den Zielbereichen, rein nach den Zielbereichen handelt, darüber einstoppen lassen und stoppt darunter mit etwas Luft. Nach Euro pro müssen wir die 5-Minuten-Korrektur abwarten und die darf noch laufen bis hier runter an die 23. Und da haben wir hier überhaupt nichts Sauberes. Wir müssen uns morgens entscheiden, Zielbereiche oder Euro pro. Zielbereich regeln. Bruch durch Korrektur bis an den Zielbereich, dann in den Bereich rein. Stop mit ein bisschen Luft darunter. 23, ich mein Stop würde in dem Fall wahrscheinlich auf der 22 liegen. 27 rein. Stop auf 22 wären 5 Punkte. Ziel hier oben 39. Wenn 5 Punkte Stop, 12 Punkte Ziel abzüglich Spread, wird die Nummer eng. 5 Punkte Stop, 2 Punkte Spread, nehmen die von den 12 weg. Dann haben wir 10 Punkte noch, die wir vor der Nase haben.
Und beim Stop müssen wir den Spread dazuzählen. Da sind wir bei 7. 7 zu 10 ist ein CRV von 1,5 zu 1. Muss man sehen, ob man das morgens um die Zeit schon will oder nicht. Wenn man sich eine Ohrfeige abholt, dann muss ich auch richtig wehtun am frühen Morgen, ne? So, besser ist es, sich jetzt das hier zu nehmen. Darüber. Und den Stop direkt darunter. Stop direkt unter diese Kerze. So, und da oben raus. Mein Stop geht break-even. Take Profit 13,38. Jetzt ist aber Ruhe hier, ne? Mein Stop geht auf die 31. Der bremst mir hier zu dolle. Ja, Pederle, hast du recht. Also wenn, dann macht er jetzt so einen kleinen Schuss nach oben. Und zwar mit der nächsten oder übernächsten Kerze. Ich habe meinen Take Profit ein Stück weggezogen auf die 42. Werde jetzt mit Stops arbeiten. Und entscheiden, ob ich da glatt stelle oder nicht. Na komm, 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 komm. Wenigstens noch bis da hoch.
Ein kurzer Spike noch, stinkt regelrecht danach. Mein Stop ist 5 Punkte im Gewinn. Mann. Ja, ich will ein paar Bilder machen, deswegen. Wer ist denn noch dabei? Wer zittert denn hier noch? Hä? Stefan Bü aus Bo. Bübo. Na komm, ein Schuss noch, wenigstens bis da hoch. Stopp geht hier drunter. So, jetzt aufpassen. Stopp hinterher unter der Kerze, wenn die fertig ist. Stopp unter die Kerze. 9 Punkte. Auf Fragen gehe ich dann ein. Und raus. So, jetzt sind wir mal ein bisschen entspannter, ne? Und jetzt können wir das Ding noch mal ganz kurz auseinanderpflücken. Okay? Was war jetzt los? So, ein bisschen Luft holen. So, alle mal ein bisschen ausatmen, die, die raus sind. Wer ist raus?
So, jetzt machen wir mal. Jetzt machen wir mal eine Umfrage. Jetzt macht ihr bitte mal ein Kreuzchen. Bitteschön. Ich will euer Ergebnis haben. Jetzt. Zack, 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 zack. Ihr seid doch alle wieder entspannt, oder? Jetzt machen wir alle mal eine schöne Übung, ne? Alle schön, die da vorgesessen haben. Jetzt heben wir mal den rechten Arm und gucken mal, wie das unter den Achselhöhlen aussieht. Nein, nicht gucken, ob man rasiert ist, sondern ob man noch trocken ist. So. Na komm, die letzten. Und den Arm trocken, aber Magendurchbruch. Ja, genau. So. Los, macht mal eure letzten Kreuzchen hier noch, bitte. Dann werden wir uns das Ergebnis gleich mal anschauen. Komm, wir machen das doch nicht zum Spiel hier morgens. Wach werden, mal das Kissen vom Schreibtisch räumen, das Köpfchen schön rausnehmen, einmal kurz die Augen reiben. Wie soll ein Kreuz machen hier? Peter, ja. So. Und da haben wir das Ergebnis. Die Hälfte, gut, die Hälfte der Leute war nicht dabei. 3% sind plus minus 0 raus. Knapp 40% sind vorne und 3% hinten. So ist das Ergebnis. So, was ist jetzt passiert? Das gucken wir uns jetzt einmal ganz kurz gemeinsam an. Wir haben jetzt nichts mehr Long drinnen zu suchen. Wir haben sogar in 5 Minuten eine saubere Umkehr. Hier haben wir eine Umkehr. Was wollen wir mehr? Also, gehen wir mal auf Fragen und so ein, okay? Was ist passiert? Wir handeln morgens hier zwei verschiedene Setups. Wir handeln einmal unsere Zielbereiche, den Handel nach Zielbereichen und wir handeln Euro pro. Heute hat man den Vorteil, dass er, also erstmal den Nachteil, aber das muss man aus dem Chart lesen können, hier ganz kurz den Zielbereich gebrochen, wieder zurückgelaufen, dann nochmal ausgebrochen und dann wieder zurückgelaufen. Das hier war eindeutiger als das. Aber selbst wenn wer hier rein ist, haben wir ausgerechnet, wäre hier mit einem schlechteren CRV reingekommen, weil Einstieg bei 27 und der Stop hier drunter auf die 23 plus Brett ist man bei 6, 7 Punkten Risiko und man hat das Ziel oben 27, das Ziel bei 39 vor der Nase, abzüglich Brett 10 Punkte, CRV 1,5 zu 1. Das hier war ein schöneres Setup. Fehlbruch, Umkehr darüber, um über der Kerze um 8.15 Uhr einstoppen lassen. Bei 26, 27 irgendwie rein. Ziel hier oben die 39, abzüglich Spread. Dann fing das Ding glücklicherweise auch direkt an zu laufen. Stop auf Break-Even. Und dann nach diesem Rumgejuckel hier der Stop hier hinterher. So
wurde das Gehandelsbereich ganz knapp verfehlt um 0,5 Punkte und dann war der Rückschlag auch schon fast vorprogrammiert. So, im Moment komme ich hier nicht klar, was mit dem Webinar passiert. Jürgen R., dann musst du das schon mal ein bisschen konkretisieren, sonst kann ich dir nicht folgen. Eigentlich wäre der erste Widerstand oben bei 1,1348 zu erwarten. Wie bestimmst du die Zielbereiche? Automatisch. Die werden ab 7 Uhr automatisch angezeigt. Und der eine Euro-Pro-Lizenz hat, der die bei uns erworben hat, hat die auch automatisch drinne. Die Fenster haben sich verschoben, dass ich hier nichts mehr sehen konnte. Okay, da kann ich dir aber jetzt wenig bei helfen. Wenn du Kummer mit den Fenstern von der Plattform hast, vom Nanotrader oder so, wenn es sich da irgendwas zerschießt, dann bitte bei BH melden. Dort anrufen, da du hast Kummer mit der Plattform, sollen sie dir helfen. So. Rücklauf bis an dieses Hoch und dann könnten wir noch mal eine dritte noch eine Welle kriegen. Nikolaus K. aus dem wunderschönen Irland. Nee, stimmt nicht, Schottland. Entschuldigung. Was macht denn dein Live-Konto, Nikolaus? Dann sonst lass uns heute Abend noch mal einen Telefontermin machen, bitte. Schick mir bitte eine Mail dazu. Und dann telefonieren wir beide heute Abend noch mal, okay? Vielleicht finden wir eine Alternative. Guck mal, es gibt ja auch schöne Plattformen, ne? Da lässt sich sowas nämlich super machen. Tja, Peterle. Ja, Punktlandung. Ich sage jetzt nicht, was ich mache. Ich bin ja hier nicht der Vorturner. Ich sage auch nicht, was ich gemacht habe. So. Vierundvierzig, nächste Nummer. Zum Beispiel Günther. Da ist das Ziel. Stops direkt da unten drunter. Späß unter die 29. Da gehört der Stop hin.
Okay. Und diesmal stelle ich auch da oben direkt automatisch glatt und dann bin ich auch weg. Da oben geht diesmal ein Take Profit hin. 2 Punkte Abzug. 44 Take Profit auf 42 bis 41 bis 42. So, dann verabschieden wir uns. Zeit ist auch um. Wir gucken uns heute Nachmittag mal den DAX und so an. Vielleicht machen wir jetzt auch mal eine abendliche Session, wenn der Dirk da ist. Mal eine abendliche, so eine Abendsession, wo wir vielleicht mal ein bisschen was über die Plattform erzählen, was wir hier in der Mache haben, was wir hier gerade checken, wenn der Dirk vielleicht mal Bock dazu hat oder wenn ihr Lust dazu habt, dann können wir da gerne ein paar Worte drüber wechseln. Und Peter K. Schick mir mal eine kurze Mail, wann es dir passt, dann telefonieren wir beide kurz. Ich habe allerdings um 10:30 einen Termin, bis dahin sollten wir damit durch sein. Okay, ich bin dann weg. Wer hier jetzt mit uns long gegangen ist, stops hier drunter und die bleiben da auch liegen. Wenn er jetzt hier hochlaufen sollte, gehen die Stops da drunter und dann ist man schon break-even und völlig entspannt. Okay? Und ich bin dann erstmal weg, habe noch ein bisschen was anderes auf dem Zettel. Wir sehen uns wieder heute Nachmittag um 15:15 Uhr. Nicht 16:15 Uhr. 15:15 Uhr sind die Nachmittagswebinare. Wenn ich das falsch eingestellt haben sollte, werde ich das jetzt ändern in dem Webinarplan. Komplett. Gell? Und dann sehen wir uns wieder heute Nachmittag 15:15 Uhr. Dann schauen wir mal, was aus der Position hier geworden ist. Okay? Bis heute Nachmittag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Scalp-Trader Thorsten. Und genießt die Punkte, die ihr mitgenommen habt. Egal, ob 6, 8, 10 oder 12 sind. Das Wetter soll heute nicht das Schlechteste werden. Ne? In diesem Sinne, tschüss, tschüss und moin, moin.